Was nicht mehr geht, ist, dass man sich mit erhobenem Zeigefinger hinstellt und Menschen klein macht, abkanzelt und ihnen die Sünde verkauft. Und dass sie, das ist ja das große Thema, war ja, den Menschen als Sünder hinzustellen. Und er konnte ja eigentlich, es blieb ihm ja bei den ganzen Regelungen gar nichts über, er blieb immer Sünder. Ja? Und das ist eigentlich der falsche Ansatz. Man muss, wir brauchen eine Kirche, keine Kirche, die richtet, eine Kirche, die Menschen auffängt, wenn sie stolpern, die sie aufhebt, wenn sie hingefahren sind und ihnen zu essen gibt, wenn sie hungrig sind. Es ist schon, dass es mal zu viel ging. Ja. Da hat man es klein gemacht und später hat man es dann von innen komplett zu. Zwischen Schweinstall und Kirche unter dem Vordach übernachten. Ah, okay. Da haben dann die dort gesprochen. Auch Jesus freut sich, der ist schon ein paar Tage mit mir im Gespräch. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber jetzt sage ich es seit 3 Tagen. Hat er schon da hinten die ganze Wand aufgerissen, Jesus, und tritt durch, weil er möchte da durchgehen. Er möchte, er sagt, da muss jetzt Licht rein in die Kirche. Also nicht nur in die, symbolisch überhaupt in die Kirche. Und hat er hat ja schon früher mit Kirchen so, Sie wissen ja, er war nicht zimperlich, wenn er an den Tempel gekommen ist und da waren die Wechsler und also da ist immer was passiert.